Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja, ich nehme wieder auf, ich habe wieder Bock drauf. Und ja, wir spielen heute mal ein bisschen mit der Hack. Mit der einen Hexe. Ich benutze Rune, um das Spiel ein bisschen zu verlangsamen. Barbecue und Chili, einfach um extra Blutpunkte zu verdienen. Das heißt, in dem Fall bist du ein Stapel von zwei Leuten. Kann ich, ich kann einen Stapel von zwei haben, da, indem ich einen Punkt bekomme für jeden Survivor, den ich an den Haken hänge. Dann trifft dann immer Make a Choice. Das heißt, wenn jemand vom Haken geholt wird und ich in einer Distanz von mindestens 32 Meter bin, erhält dieser den Exposed-Effekt, so dass ich ihn one-shotten kann. Und dann haben wir noch auf Devour Hope. Heißt in dem Falle, für jedes Mal, wenn jemand außerhalb der Reichweite vom Haken geholt wird, kriege ich ein Token und kann dann irgendwann sie alle one-shotten und beziehungsweise noch töten. So. Und es geht los. Keine Flashlight, das ist schon mal schön zu sehen. Wirkt ihr jetzt von dem, wie sie gebeugt sind, nicht wie in Survival Friends. Aber ich habe auch nicht so wirklich drauf geachtet, aber das ist ja auch egal. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht im Hintergrund, weil, wie ihr es vielleicht gemerkt habt hier in Deutschland, ist es verdammt warm. Selbst in der Nacht. Und ich brauche ihn, weil sonst schmelze ich dahin und darauf habe ich keine Lust. Aber okay. Soweit ich das hier sehen kann, schlägt er auch nicht wirklich aus, wenn der Wind mal zu mir rübergeweht kommt. Gott sei Dank. Weil ich habe keine Lust, mich umzusetzen, weil ich finde das angenehm, wenn mir in den Rücken geboostet wird. Ich bin bereit, auch wenn sie über dieselben Grundfähigkeiten verfügen, haben alle Killer eine einzigartige Stärke. Naja, einzigartig je nachdem. Leatherface und Tillybilly sind jetzt nicht gerade groß unterschiedlich. Zwar verhält sich der Kettensägenverhalten ein bisschen... Genau, ich muss die ganze Zeit nicht gehen. Jetzt fange ich an aufzunehmen und dann fange ich auch an zu gehen. Ne? Scheiße. Ein bisschen leiser machen. Obwohl, mal doch wieder ein bisschen lauter, ich will ja was hören. Gut, ist auf jeden Fall einer beim Schiff. Das ist ein richtig beschissenes Totem. Und die Wuhlen ist weg. Es ist unglaublich, wie schnell es einfach geht. Bereiten wir ein bisschen was vor. Gut. Irgendwie passiert hier nichts. Dann machen die das oben auf dem Schiff anscheinend. Hi. Okay. Sie wird schon irgendwo langlaufen, wo ich sie erwischen kann.
Technik bei der Hack ist einfach, du versuchst so wenig wie möglich zu verfolgen. Du spielst mit dem Fallen. Es wäre natürlich wichtig für uns jetzt jemanden einen Haken zu bekommen, um dann in dem Falle wie eine Kettenreaktion es zu schaffen. Oh, ich hab mich gerade erschrocken. Uff. Ach komm, dass das nicht getroffen hat. Ist egal. Oben. Ah, verschätzt. Eiskalt verschätzt. Ich hasse es. Ja. Hopp. So, bevor hier jemand das Ding kaputt machen kann. Hopp. Ach komm. Ach, was? Ach komm. Ja, und da ist mein Totem weg. Richtig ätzend. Ja, komm, genau da lang. Die zwei Gens sind hier auf jeden Fall schon angefangen worden. Tut mir leid. Aber ich brauche jetzt ein bisschen Momentum. Bist du hier noch in der Nähe? Komm.
Das ist eine ätzende Runde. So, jetzt willst du vom Haken holen. Komm. Sehr schön. Sehr schön. Das ist sicher decisive. Ja, man sieht ja einfach nichts. Also ich glaube, jetzt sind 60 Sekunden um, dass ich die auch hochheben kann. Ach komm. Nee, du bleibst schon hier. Kann sie vom Haken geholt werden. Sie hat sich gerade geheilt. Sie ist tot, oder? Nee. Haben wir sie. Wo sind die jetzt hingelaufen? Dahinter. Hi. Erwischt. Sie muss sich jetzt erstmal heilen. Zack. Damit ist sie tot. Da haben den Generator ist jemand. Machen wir kurz hier eine Falle hin. Komm, lauf wie ich es will. Balanced Landing.
Da haben wir schon eine Nachricht bekommen. Ach, knapp. Da. Zack. Da dachte sie, ich folge sie um den Baum herum. Ein Gen sollte jetzt erledigt werden währenddessen. Nee. Die kriegen wir in den Keller. Das ist schon ein gutes Stück, die Distanz, den sie hier aufbauen. Machen wir drei Stück. Wer weiß mit wie vielen die rechnen. Ja. Da läuft sie. Ach, scheiße, wieder verschätzt. Nö. Jo, hast die Palette schon benutzt? Nach links. Weiter nach links, genau. Lauf da lang. Ja. Sehr schön. Frage ist, werden die sich jetzt unten heilen oder nicht? Sie ist auf jeden Fall tot. Ihr seid nicht allzu schnell, wenn ihr hocken müsst. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Okay. So. 6,5 Stunden später. Alles klar, sie ist in unmittelbarer Nähe. Zweiter Tag. Ich nehme gerade auf. Könnt ihr es bitte nicht so unnötig langweilig machen, weil sonst muss ich cutten. Dritter Tag. Ich muss sie mit Claudette nicht mal verstecken können. Die verschwindet einfach. Von ganz allein. Vierter Tag. Ah. Ah, hi. Oh, endlich wieder Action, ne? Yay! 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 Hi! Du hast eine Falle ausgelöst. Du hast eine Falle ausgelöst. Wir bringen sie mal da hinten hin, in der Hoffnung, dass Barbecue und Chili uns gleich zeigt, wo sich die andere werte Dame versteckt. Da versteckt sie sich. Aha. Ah.
Da steht sie auf der Luke und denkt sich, ja, ist mir egal. Ist mir egal. Ich bin hier auf der Luke. Mir kann nichts passieren. Tut mir leid. Da war ich schneller. Na, 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 na. Sehr schön. Ein Träumchen. Besser hätte es nicht laufen können. Volle Punktzahl, perfektes Spiel, Tupip. Und zu guter Letzt, you're actually awful. Das werdet ihr noch mitbekommen. Says the one who died. Oh, tut das gut, das zu schreiben. Oh, against someone. Oh, das ist wie, das ist, oh, das ist wie Sex, das ist einfach schön. Against someone, this awful. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Tschö mit Öl.